Probiere mit Hilfe der Zufallsfunktion ein Reaktionsspiel zu programmieren. Das Objekt taucht nur für eine bestimmte Zeit an zufälligen Positionen auf. Wenn man schnell genug ist und das Objekt berührt, wird ein Klang abgespielt sowie das Aussehen verändert. Aua. 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 Du brauchst hier die Zufallsfunktion sowie Schleifen. Viel Spaß beim Tüfteln!